Von Welde gibt's in Bälde ein Citra-Helles. Jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich begrüße euch ganz herzlich zum ersten von insgesamt drei Bieren, die wir heute hier auf den Kanal bringen. Und es kommt von einer Brauerei nahe meiner Heimat in Frankfurt und zwar aus Plankstadt. Das ist ein bisschen südlich davon und die Rede ist vom Citra Helles von der Welde Brauerei. Und die Welde Brauerei hat mir letztes Jahr ein Paket mit ihren Craft-Bieren zugeschickt. Sie haben eigentlich ein sehr klassisches, wenn auch modernes Sortiment, aber sie haben auch so eine craftige Linie gemacht. Und da ist unter anderem das Pepperpilz, was zusammen mit Alex Himburg vom Braukunstkeller gemacht worden ist, ein sensationelles Pilz. Ein IPA war noch mit dabei, ein Pale Ale war noch dabei. Und ich habe tatsächlich dieses Bier aus irgendeinem Grund nicht mit auf den Kanal genommen. Und dafür gibt es ja den Biertasting Club Adventkalender, kann ich heuer nachholen. Also, jetzt das Citra Helle von Welde. Was haben wir denn hier? 16 Bittereinheiten, 12,4 Grad Plato sind geboten und 5,2 Volumenprozent Alkohol, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Hopfen wurde Select, Yellow Sub und Citra verwendet. Ganz überraschend ist auch Citra mit drin. Empfohlene Trinktemperatur 6 Grad. Ich glaube, da liegen wir nicht so schlecht. Habe ich perfekt aus dem Kalender geholt. Hopfendolde hier oben auf der Bottle Cap. Und dann machen wir das Ganze mal auf. Perfekt habe ich es natürlich nicht aus dem Kalender, sondern aus dem Kühlschrank geholt. Aber ich habe es zum richtigen Zeitpunkt aus dem Kalender geholt, um es dann in den Kühlschrank zu tun. Also, ja. Damit es jetzt 6 Grad hat. Mann, oh Mann, oh Mann. Redet sich hier im Kopf und Kragen, der Mann. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ein schönes, goldenes, leicht strohig gelbes Bier. Leichte Trübung auch drin. Schöner, fluffiger Schaum obendrauf. Boah, haftet auch eher durchschnittlich am Glas. Schöne, lebhafte Kohlensäure können wir dann auch im Glas schon erkennen. Und insgesamt, glaube ich, liegen wir da mit hellem und unfiltriert, ja, wahrscheinlich ist es teilfiltriert, nicht ganz so falsch. Oder? Steht da was drauf? Jetzt, bevor ich jetzt irgendeinen Blödsinn rede. Nee, steht nicht drauf. Na gut, also, halten wir mal die Nase rein. Und ganz überraschend ist es zitrusig. Bei dem Namen wäre ich da nie drauf gekommen. Grasig, hopfig. Aber es ist jetzt auch so kein Bier, was so eine Aromabombe ist. Zitrusfrucht, grasiger Hopfen, das war's dann aus meiner Sicht. Und dann schauen wir mal, was das Bier im Trunk zu bieten hat. Cheers. Ja, es ist, und das unterschreibe ich sofort nach dem ersten Schluck, es ist ein sehr, sehr klassisches Helles, wenn da nicht diese doch recht intensive Zitrusfrucht wäre, die aber jetzt natürlich nicht durch Saft reinkommt, kein Radler ist. Wobei man das tatsächlich fast ein bisschen meinen könnte. Das ist eigentlich genau das. Das ist das Radler für denjenigen, der keinen Radler trinken will. Genau. Ja, also es hat wirklich intensive Zitrusnoten. Ein bisschen Ananas mit dabei. Schöne Bittere auch. 16 Bittereinheiten. Finde ich spannend, dass das Bier eigentlich von den Bittereinheiten sehr niedrig ist, aber dann doch ein sehr schöne bittere Note hat, hat leichte Piniennoten mit drin, ist ein super, super süffiges Bier, fruchtige Süße mit dabei, am schlanken bis mittleren Körper, eine ja, kräftig spritzige Kohlensäure, macht wirklich Laune, erinnert tatsächlich auch von der Kohlensäure her so ein bisschen an einen Radler und einfach knackig süffig, also ihr seht schon, wenn ich hier rede, das könnte ich jetzt fast leer trinken. Mache ich auch gleich. Hey. Ja, es hat einfach, wie gesagt, eine schöne bittere mit einer leichten Säure hinten raus. Es klingt fruchtig aus. Völlig unkompliziertes Bier, aber aus meiner Sicht ein sehr, sehr gelungenes, weil es zeigt eben, dass gute Biere nicht kompliziert sein müssen, dass gute Biere sehr charakterstark sein können. Es ist jetzt kein besonders hopfiges, besonders kompliziertes Bier, ja, wie ich schon gesagt habe, aber es hat trotzdem
einen sehr unverwechselbaren Zitruscharakter. Es ist ein schönes Helles, was ja auch im Augenblick im Trend liegt, die Lagerbiere mal wieder aufleben zu lassen. Und ich muss sagen, mir persönlich schmeckt dieses Citra-Helle von der Welde Brauerei aus Plankstadt-Schwetzingen sehr, sehr gut. Und deshalb gibt es von ProbierTV 4 von 5 möglichen Punkten für das Citra-Helle aus der Welde Brauerei. Und wenn ihr der Meinung seid, das Bier, das verdient noch einen Punkt mehr, dann bewertet es doch vielleicht selber in der Beer Tasting Club App. Ihr habt die Gelegenheit dazu, nicht nur während der Adventszeit mit den Bier-Advent-Kalendern die Biere zu bewerten. Tut es gerne auch bei mir bei YouTube, Facebook und auch im Blog. Wenn ihr der Meinung seid, ich bin ein völliger Trottel, habe keine Ahnung von Bier, dann schreibt mir das einfach. Tut es wenigstens freundlich. Und wenn euch der Kanal gefällt, dann sagt mir das auch. Wir haben heute noch 2 Biere vor uns. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns noch mit 2 Bieren heute wieder. Das soll es gewesen sein. Wie gesagt, bis später. Tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.